fühlt sich einfach geil an. So kann man so sagen, wie es ist, wenn man da Erfolge feiert. Es funktioniert sehr gut. Und wir rechnen mit locker mit 300 bis 400 Leads. Unser nächster großer Meilenstein ist natürlich 25K. Gibt es da halt, ja, No Limits, sag ich mal, ne? Ja, die Aufzeichnung läuft heute im Experteninterview. Die Christine und der Marcel. Herzlich willkommen. Servus. Ja, Servus. danke für die Einladung. Vielleicht ganz kurz für die Zuschauer. Die Ergebnisse, die ihr eingebracht habt oder geschickt habt, ihr seid im 10K Club, richtig? Klasse. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle nochmal. Ganz kurz für Danke. alle draußen, Christine, kannst du erklären, was man machen muss, um bei uns im Club 10K Club Member sich nennen zu dürfen? Was muss man machen? Ja, im Coaching oder ja, während der Zeit tatsächlich Kunden gewinnen, wo man einen Vertrag abschließt, der höher als 10K ist. Ja. Und das haben wir Exakt. mit einer Klasse. Und Kundin geschafft. das habt ihr geschafft, das habt ihr gemacht, ihr habt das nachweisen können. Und deswegen freue ich mich heute, dass wir sprechen. Und ich fange auch schon mit der ersten Frage an. Christine oder Marcel, es liegt an euch, wer beantworten will. Was war denn deine oder eure Situation, bevor ihr ins Coaching kommt? Magst du? Ja, mach du. Nee, magst du? Nee, du. Ach so, okay. Ja, also ich bin voll berufstätig, bin quasi in einem deutschen Konzern tätig letztendlich und bin da eigentlich sehr zufrieden mit. Bloß, ich bin Mensch, ich möchte halt immer mehr haben tatsächlich. Und wenn ich halt noch Ressourcen habe, warum nicht, ne? Dann kann man halt immer noch alles mitnehmen, was auf der Straße liegt. Und dann kam Christine halt eines Tages um die Ecke und meinte: Ich habe da hier heute einen Call. Willst du mit dran teilnehmen? Hat sie mich kurz gebrieft, worum es ging. Meinte ich, ja, gebt ihr doch mal eine Sache, mal eine Chance. Man kann ja immer noch überlegen, ob es halt passt oder nicht passt. Und dann hatten wir halt diesen Call. Und eigentlich bin ich ja immer ein relativ skeptischer Mensch. Ja, jeder ist normal, ist Aber menschlich, ne? genau. Aber irgendwie hat das halt dann doch gepasst. Und für mich war eigentlich so die Sache ausschlaggebend, wenn man halt durch Fleiß und Engagement halt viel wuppen kann letztendlich. Und momentan haben wir halt den Luxus. Wir haben momentan noch, ja, Kappa für uns finden können. Und dachte ich mir, jo, das passt, das machen wir. Und dann war das eigentlich kein großes Thema. Dann haben wir eigentlich relativ schnell das alles geclosed. Und dann sind wir jetzt hier im Coaching. Mai, Wie ne? viele Ende Wochen? Mai? Wie viele Wochen, Monate, wisst ihr es? Ich glaube, anderthalb. Oder Anderthalb Monate? schon, nee, Zwei Monate? zwei, pardon, Zwei zwei. Monate. Genau. Marcel, lass mich ganz kurz fragen, was ich vorher rausgehört habe. Man will mehr als Mensch. Das heißt, du sprichst hier den Wachstum an, ne? Dass man einfach sagt, hey, das kann es noch nicht gewesen sein. Und du hast auch gerade von Kappa gesprochen, das heißt Kapazitäten, oder? Korrekt, genau, ja. Yes. Dass man sagt, hey, man hat noch Kapazität, man hat noch ein bisschen Power, Ressourcen, Zeit, Energie, Lust. Du meinst das damit, oder? Richtig, korrekt. Klasse, okay. Nur, dass wir, ne, für jeden. Okay, dann seid ihr seit 2 Monaten im Coaching. Marcel, du bist in einem Konzern, habe ich rausgehört, Richtig, angestellt. ja. Ja. Christine, was war deine Situation vorm Coaching oder was ist ja, sie gewesen? Also ich bin im Online-Business Management unterwegs, seit 5 Jahren, über 5 Jahren jetzt. Und habe da auch schon viel gesehen und viel gemacht und habe aber auch gemerkt, dass ich mit dem Online-Business Management als solches, das macht mir Spaß. Trotzdem ist da viel Zeit gegen Geld oder der Tausch Zeit gegen Geld. Und ja, wir haben ja alle nur 24 Stunden und ich habe einfach gemerkt, dass ich sehr, sehr viele Kunden auch hatte und viel gemacht habe, aber nie da dran kommen würde, dass ich sagen könnte, okay, jetzt kann ich mir mal was erfüllen oder weitere oder meinen Visionen folgen. Wir haben auch gemeinsame Visionen. Und ja, und dann kam das eben mit dem, eigentlich ja tatsächlich, ich hatte mich auf eine Anzeige bei dir gemeldet oder bei euch wegen einer Ausschreibung zur virtuellen Assistenz. Okay. Und dann war das mit dem Video und dann habe ich gesagt, nö, das will ich selber lernen. Ich will lieber lernen, wie es funktioniert und Klasse. genau, und gehe dann den Weg, weil ich da dann weniger Zeit gegen Geld tausche, sondern eben das Ergebnis gegen Geld. Und Spitze. genau, und deswegen.
Christine, lass mich ganz kurz fragen, was meinst du mit Online-Business-Management oder was ist das genau? Was können wir uns darunter vorstellen? Ist wie die virtuelle Assistenz, nur noch mal ein bisschen spezifischer. Das heißt, ich begleite Kunden im Prozessaufbau, Teamaufbau, und alles eben virtuell. Also, dass ich da wirklich näher und tiefer in einem Unternehmen oder der Einzelunternehmen meistens der Kunden tiefer eintauche und da halt wirklich alles quasi strukturiere und Prozesse erstelle, ja. Klasse, spitze. Das ist nämlich auch gerade meine zweite Frage, ob du, Christine oder ihr zusammen schon Ahnung hattest, wie man sich ein Online-Business aufbaut, beziehungsweise ob du, Christine oder ihr es schon mal zuvor versucht habt, ein Online-Business aufzubauen. Also ich habe ja das Online-Business und mein Mann jetzt hatte gar keine Ahnung. Also er hat mir auch schon öfters die Frage gestellt, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Konnte damit überhaupt nichts anfangen, hat mich aber mal machen lassen, gerade am Anfang der Selbstständigkeit und später, klar, dann hat er es auch mitbekommen und dann haben wir natürlich uns auch ausgetauscht über gewisse Themen. Aber er war immer so, ja, wie so von außen einfach, also hatte kein Gefühl damit oder kann damit nicht so wirklich was anfangen. Ich habe natürlich dann schon die Ahnung, gerade wie bestimmte Techniken oder die Technik auch funktioniert. Nichtsdestotrotz hatte ich absolut gar keine Ahnung von Facebook-Werbung. Und ja, also da hatte ich nur mal eine Berührung mit. Oder wir gemeinsam hatten schon mal so, ja, sowas könnte man mal machen. Das war, glaube ich, vor über einem Jahr oder so. Aber sind da nicht tiefer reingegangen und haben das dann auch wieder sein lassen. Und ich hatte auch sehr viel zu tun, dass ich dafür gar keinen Kopf hatte. Und ja. Aber ich finde tatsächlich, dieses Vorwissen, was sie hat, ist vom immensen Vorteil, denn ich jetzt, sage ich mal, würde mich jetzt trotz, weil ich jetzt einen Bürojob mache, als mehr oder weniger einen Offline-Menschen bezeichnen und dieses Internet-Marketing ist ja schon eine relativ eigene Welt an sich tatsächlich. Also auch wenn man sich jetzt, wir leben momentan auf dem Land, auch dann halt reingeht in die Geschäfte und sagt, hier, wie wär's, und auch potenzielle Testkunden halt anwerben möchte, ist dann doch schon eine Skepsis, muss man sagen, weil halt viele damit nichts anfangen können. Es ist halt nicht greifbar, es ist halt nicht haptisch letztendlich. Und aber dadurch, dass halt Christine schon relativ lang in dieser Welt unterwegs ist, hatte sie auch das vom Adaptieren her tatsächlich diese ganzen Prozesse, der Aufbau, auch diese Kampagnenschaltung wesentlich besser schnell im Griff, als ich jetzt das irgendwie verstehen konnte letztendlich. Also ich bin sehr dankbar, dass sie da halt letztendlich so viel Vorwissen mitgebracht hat letztendlich, ne? Ja, klar, klasse, spitze, dass ihr euch da gegenseitig updatet und auch unterstützt und somit beide jetzt in eine Kerbe schlägt mit hoffentlich der geschliffenen Axt, die ihr hier schleifen könnt. Ich habe schon gerade rausgehört, ihr kamt vor gut 2 Monaten dann ins Coaching. Was änderte sich seitdem? Beziehungsweise bevor wir auf die Frage eingehen, was änderte sich seitdem? Vielleicht ganz kurz eure Meinung oder euer Feedback dazu, wie das so ausschaut oder wie habt ihr es, ne, kennengelernt, in die Umsetzung zu kommen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man bei uns im Coaching ist? Wie haben wir das kennengelernt? Also erstmal war es ganz gut, also dass wir das erste Gespräch eben auch ausführlich hatten. Also da war halt kein irgendwie, dass wir nur eine, ich sag mal, dreiviertel Stunde. Also ich habe ja schon andere, ich sag mal, Online-Coachings auch gemacht oder auch begleitet. Also ich weiß halt die meisten Abläufe oder wie das meistens abläuft. Hier war das ein bisschen anders. Wir konnten auch unsere Fragen stellen und für Marcel war es eben auch wichtig, weil er eben so skeptisch ist und Zahlen, Daten, Fakten Mensch, da haben wir den Kollegen ziemlich gelöchert mit Fragen und wo ist der Haken, wo ist der Haken und dann ging es immer Im weiter. Onboarding oder jetzt im Beratungsgespräch? Im Beratungsgespräch. Im Beratungsgespräch. Und aber da konnten wir alle Fragen stellen und die hat er auch wirklich gut beantwortet und hat sich eben auch Zeit genommen und das war auch schon mal gut. Wir waren, glaube ich, weiß nicht, 3 Stunden oder so, 2,5 Stunden, also ziemlich lange mit ihm in einem Call. Und dann eben was wir sehr wertvoll finden, er kann jetzt natürlich ja nicht mehr dran teilnehmen, aber die vielen Calls in der Woche, wo man einfach themenspezifisch ja, seine Fragen beantwortet bekommt. Und also ich stelle zum Beispiel gar nicht so viele Fragen, aber ich lerne unglaublich oder wir lernen halt unglaublich viel von den Fragen der anderen.
Auch den Mittwochscall mit dir dann ist auch mal sehr, sehr wertvoll. Also da pickt man immer irgendwas raus. Also da gibt es keinen Call, wo man gar nichts mitnimmt. Dann der Kursbereich, der ist natürlich auch sehr, sehr umfangreich. Aber da nimmt man natürlich auch unglaublich viel mit und kann es halt eben Schritt für Schritt durcharbeiten. Also da kommt man eigentlich vom Weg gar nicht ab, finde ich. Also Wir haben das es auch ist. tatsächlich nach Schema F gemacht, tatsächlich, also quasi wie die Vorgabe war. Wir haben erstmal mit dem Mindset angefangen. Obwohl wir da eigentlich schon ziemlich stark sind, müssen wir ganz klar zugeben, denn Christine ist da halt schon sehr weit vorgeschritten. Ich kam ja später dazu, aber nichtsdestotrotz haben wir ganz klar unsere Ziele, Visionen und das Mindset, auch das unbedingt erreichen zu wollen. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man halt dementsprechend das nochmal festigt, letztendlich, ne? Weil es ist immer gut, wenn man sagt nochmal, okay, alles klar, das will ich wirklich, das ist das, worum es geht. Da haben wir natürlich nichts ausgelassen. Ist viel Material, was man sich da reinhämmert, auf Deutsch gesagt. Aber wie gesagt, wenn man was wuppen will und was erreichen will und seine Ziele umsetzen will, vor allen Dingen, muss man halt natürlich irgendwo Abstriche machen tatsächlich. Und wenn es halt die Freizeit ist, aber es hat ja langfristig gesehen wiederum einen guten Benefit, ne? Und das ist es halt wert, ne? Also darum geht es letztendlich. Man muss halt immer sehen, was will ich und darauf halt hinarbeiten, ne? Okay, klasse, danke fürs Feedback. Ja, ne, jetzt hat jeder auch, der zuschaut, ein bisschen einen Überblick, wie das Coaching abläuft. Ne? Man hat einen 1:1-Ansprechpartner, man hat jeden Tag einen Gruppencall, man hat auch zu mir, ne, Zugriff heute Abend wieder, zum Beispiel, heute ist Mittwoch, ne? Dann bin ich immer auch 2 Stunden zur Verfügung, um jegliche Fragen zu beantworten, die mir gestellt werden. Und so habt ihr es geschafft. Wer hat mehr Zeit investiert? Christine, wahrscheinlich du? Ja. Ja. Mit wie viel Stunden am Tag oder in der Woche im Schnitt ist deine Pace? Pace meine ich damit, ne, wie viel Zeit kannst du investieren neben deinem normalen Alltag? Also ich würde sagen, man sollte schon, also das für sich so Priorität machen, wenn einem das wirklich wichtig ist, also wirklich an erste Stelle zu stellen und dann zu sagen, okay, ich glaube, das sagt sie auch in den Mindset-Videos unter anderem. Also man muss immer gucken, was ist einem wichtig, was will man erreichen. Und für uns war es eben wichtig, also wir haben dann wirklich jeden Abend die Videos geguckt, am Anfang vor allem, auch am Wochenende, dass wir gesagt haben, ja, dann ist vielleicht schönes Wetter draußen, dann setzt man sich halt auf die Terrasse, notfalls oder so, und man kann ja trotzdem einen Kaffee dazu trinken oder so und sich also die Videos durcharbeiten. Also das ist ja eben immer eine Frage, wo ist da die Priorität und das wirklich mal 3 Stunden durchzuziehen, 3 Monate. Und ich würde sagen, also mindestens, aber das ist halt unterschiedlich. Also wir haben, oder ich jetzt mit den Calls oder ohne Calls das selbst erarbeiten, also mindestens 4, 5 Stunden, mindestens die Woche. Also eigentlich kann man so sagen, täglich 1 Stunde sollte schon drin sein. Und wir haben teilweise noch mehr und eben auch am Wochenende und haben dann noch die Calls und so weiter. Also das ist viel, ja, aber es ist auch begrenzt. Also von daher ist es definitiv überschaubar und machbar. Danke ich auch für das Feedback hier, ne? Mit welchem Zeitinvest kann man welche Ergebnisse realistisch erhalten? Deswegen die Frage, egal an wen, was änderte sich seitdem in den letzten 2 Monaten? Was hat sich irgendwo aufgetan oder, ne, geändert? Also ich würde sagen, eine Menge. Einfach, dass wir an einem Strang ziehen in diesem Kontext auch, also jetzt generell sowieso, aber da jetzt auch nochmal, dass wir gemerkt haben, wie cool es ist. Also es fühlt sich einfach geil an, so kann man so sagen, wie es ist, wenn man da Erfolge feiert. Und vor allem feiern wir auch, wenn Leads reinkommen für die Kunden. Dann immer so, dann ging es ja auch am Anfang, jetzt nicht mehr so. Aber am Anfang ging dann so der erste Lead und dann schrei ich hier so im Haus so, Schatz, der erste Lead ist da und dann, ah, cool, und das müssen wir feiern. Also wir haben auch jeden kleinen Erfolg seitdem auch gefeiert als solches, Sehr entweder gut. kurz angestoßen oder ich weiß nicht, was besonders essen gegangen oder wie auch immer. Also das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich jeden Meilenstein, dass man den quasi ja, zelebriert. Und ja, also das fühlt sich halt gut an, einfach zu wissen, okay, es funktioniert sehr gut. Die Kundin ist mega happy, also die hat uns so einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss auch gegeben. Die feiert das total. Wir stehen heute nach 2,5 Wochen, einfach mal so als Erfolgsmeldung, sind wir schon bei über 90 Leads.
Also mega, die freut sich wahnsinnig und das Event, was wir da bewerben, ist auch erst in 18. 18. drei August. Wochen. Ja, 18. August. Das heißt, also wir rechnen locker mit 3 Wochen. Jetzt ist die, das Audio irgendwie weg. Kannst du es nochmal? Ich habe es noch mitbekommen. Wann ist das Event nochmal? Und dann wart ihr irgendwie weg, oder? Nee, jetzt höre ich euch nicht mehr. Okay. Jetzt bist du wieder da. Ja, Jetzt höre ich dich hallo, wieder. hallo. Ja, jetzt Dann wieder. müsst ihr schneiden, das Stück. Nee, das ist alles. Internetverbindung ist instabil, ne? Okay. Okay. Nee, wann ist das Event, was ihr bewerbt? In 3 Wochen und wir rechnen mit locker mit 300 bis 400 Leads bis dahin. Und ja, Kundin ist glücklich, dann sind wir es auch. Und ja, es macht einfach mega Spaß. Also wenn man weiß, wie es funktioniert, das ist Also das halt, ja. unser nächster großer Meilenstein ist natürlich Interview Nummer 2, ne? Letztendlich bei dir mit für 25K. Yes, das ist das Ziel. Lasst mich ganz kurz noch im Vorfeld fragen, wie ist es zu den 10K gekommen? Das ist ein Vertrag über 12 Monate, oder? Ja, Mit also dieser Kundin, die du gerade angesprochen hast, Christine? genau, also es ging relativ flott eigentlich. Also da waren wir selbst erstaunt. Wir hatten also nach der Testwoche hatten wir nochmal ein Gespräch mit ihr, einfach nochmal Analyse, wie war es und so weiter. Und da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, hatten wir auch schon, ich weiß gar nicht mehr, waren es auch schon 10 oder ich, ne, mehr, ist auch egal. Keine verlässliche Zahl sagen, weiß ich. Und dann haben wir darüber gesprochen und dann hat sie auch nochmal Fragen gestellt und so weiter. Und ja, und dann dachte sie, ja, und wie machen wir jetzt weiter? Und dann haben wir gesagt, ja, wir können jetzt erstmal bis zur nächsten, quasi bis zu ihrem Event weitermachen und dann pausieren wir und gucken. Und dann hat sie gesagt, nee, also sie macht ja das Event 4-mal im Jahr. Nee, dann müssen wir das ja ein ganzes Jahr machen. Nee, wir machen ja ein Jahr. Schickt mir mal ein Angebot. Und dann haben wir ein Angebot an dem Abend noch gestellt, geschickt. Und dann hat sie, ja, machen wir. Also es ging Wow. relativ Ist halt schnell. unglaublich wertvoll tatsächlich. Also wir können an ihr lernen, ein Jahr lang tatsächlich. Das ist halt unglaublich gut, ne? Denn hat man auch long-term gesehen, halt auch sehr viel Daten, die man verwerten kann tatsächlich. Yes. Und man bekommt dafür auch noch Geld letztendlich, ne? Also, Ja. und diese Erfahrung und die Informationen, die man bekommt, die kann man natürlich dann auch andersweitig dann gut dann quasi einfließen lassen. Also Ja. ja, wir sind sehr optimistisch, dass wir halt uns in ein paar Wochen halt wieder hier treffen auf diesem Format, ne? Ich bin, ne, wenn ihr optimistisch seid, dann bin ich auch, ne? Das Also ist logisch. eigentlich wollen wir ein Live-Interview mit dir, wenn wir uns bei Tony Robbins sehen in Köln. Genau, stimmt. In Köln. Ich nehm die Mikrofone mal mit. Und ich Ja, bitte. habe auch irgendwie, wenn ihr 25, dann kommt ihr mich in München besuchen oder am Tegernsee oder wie habt ihr Ja, gemeint? Ich ja. weiß, ne? Ja. Freue ich mich ja. Eine Frage, ihr müsst es natürlich nicht beantworten, aber viele fragen sich jetzt, Event und so. Wollt ihr die Nische verraten, für was das Event irgendwie ist? Oder sagt ihr, nee, das wollten wir für uns behalten? Ist auch legitim. Ich sag's mir mal dazu. Ist ein Online-Event, also tatsächlich ein Online-Webinar als Vorbereitung für ihre Ausbildung. Also sie bewirbt dann oder verkauft dann ihre Ausbildung. Sie ist im Home-Staging-Bereich und genau, und da Wow. bildet sie aus. Sie ist Ausbilderin. Habe ich auch noch nie gehört. Deswegen, ich sage Nee. immer, aufgrund von solchen Erfahrungen, die ich mit euch ne, teilen darf oder mitbekommen, es funktioniert in jeder Branche, in jeder Nische, wenn das Angebot nur gut genug ist oder cool genug ist. Ne? Aber das zum Beispiel Homestaging, Coaching im Endeffekt habe ich noch nie gehört. Deswegen, ja, klasse. Gut, dass er da den Code geknackt habt und Mehrwert liefert. Ich habe was von über 90 Leads jetzt schon gehört. Das ist aber erst in 3 Wochen und dann ist die so begeistert anscheinend und bekommt auch diese Leads irgendwie ans Telefon oder ins Gespräch, dass sie da auch ihr Produkt verkauft schlussendlich oder eben zu diesem Live-Event bringt oder was auch immer. Scheint gut zu funktionieren. Mehr will ich auch gar nicht wissen. Wichtig für mich ist nur, das habe ich wieder rausgehört, es funktioniert überall. Man muss sich nur reinfuchsen in die Geschichte, ein bisschen denken, hey, was kann ich bewerben, wie kann ich es bewerben, wie muss es ausschauen? Und dann funktioniert es. Der erste Jahresvertrag ist da, die ersten 10.000 Euro an Kohle oder an Umsatz ist generiert. Was habt ihr für Ziele? Dadurch, dass ihr jetzt gesehen habt, na, es funktioniert,
Wollt ihr in dieser Nische bleiben oder sagt ihr, nee, wir probieren noch verschiedene Dinge aus? Ich meine, man kann so viel machen, ne? Es ist eigentlich dann auch immer das sogenannte Shiny Object Syndrom, nicht zu wissen, hey, mache ich dies oder mache ich das? Ich sage und empfehle immer, macht eine Nische. Deswegen bin ich gespannt, was eure Ziele sind. Was macht ihr in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren damit? Wir sind experimentell, würde ich sagen. Also tatsächlich muss man, finde ich persönlich, erstmal alles irgendwie ausprobieren im Leben, bevor man feststellen kann, was läuft und was nicht läuft. Und deshalb wollen wir uns erstmal pauschal nicht festlegen. Klar haben wir unsere Favoriten, die wir gerne bedienen wollen. Muss natürlich erstmal reinkommen, aber da sind wir halt dran. Wir haben da noch ein paar Ideen offen und es laufen ja auch noch ein paar Testkunden. Aber wir haben halt so die Idee tatsächlich, das, was wir schon haben, bedienen wir auf jeden Fall. Was wir können, machen wir. Yes. Und dann und bauen wir natürlich auch aus, vertiefen wir das Wissen. Aber alles, was halt dazu kommt, why not? Sind wir halt offen tatsächlich, ne? Sind halt alles zusätzliche Einkommensquellen. Und wenn man das halt, sage ich mal, noch locker aus dem Ärmel schütteln kann, warum nicht tatsächlich, ne? Also wir haben ganz klare Ziele, Visionen, wo wir hinwollen tatsächlich. Wir wollen das richtig groß machen letztendlich. Also ein Ziel wäre zum Beispiel zu nennen tatsächlich, dass wir auch irgendwann das zu einer GmbH machen und halt auch Angestellte haben oder halt dann Yes. zu Freelancer. Also das ist halt so, was für uns schon immer so vorschwebte letztendlich. Also Top. klar, meine Arbeit, die ich jetzt mache, ist gut, also meine reguläre Arbeit, aber die Frage ist natürlich, man braucht immer mehrere Standbeine und wenn das einen Spaß macht und man Bock drauf hat, man lernt ja auch viel, ne? Also Ja. wenn man halt auch mit Menschen interagiert, man entwickelt sich ja auch stetig fort und das ist halt, finde ich persönlich auch ein riesen Mehrwert, der da halt mitkommt bei dieser ganzen Geschichte und Ja. insofern gibt es da halt, ja, no limits, sage ich mal, ne? Also alles, was reinkommt, nehmen wir mit. No Limits, schönes Credo, ne? Finde ich gut, dass ihr auch schon euch solche Ziele steckt und sagt, na, GmbH, wir gucken, was am besten funktioniert, wollen auch irgendwann ein Team. Das geht auf jeden Fall schon in die richtige Richtung und finde ich klasse, dass er schon so denkt. Letzte Frage von mir nur. Was würdet ihr zu jemandem sagen, der in einer ähnlichen Lage oder Situation wie ihr wart vom Coaching und der sich gerade fragt, ob er ins Coaching kommen soll oder nicht? Machen. Also sich selbst vertrauen. Also es ist ja auch ein Vertrauen in sich selbst. Also es geht ja nicht nur darum, das eine ist ja, ihr gebt ganz viel und sagt hier, ne, das sind die Videos, so musst du es machen, die Calls, ihr könnt da reingehen, Fragen stellen. Das ist ja das eine, aber was man daraus macht, ist eben das andere. Also wenn man sich da selbst vertraut und da wirklich Power reingibt und was erreichen will, dann ist es auf jeden Fall möglich. Und wie gesagt, also ich hätte nicht gedacht, am Anfang meiner Selbstständigkeit damals hieß es ja auch, ich muss mich positionieren, also virtuelle Assistenz als solches ist ein bisschen zu groß, so muss ich positionieren. Und ich immer so, nee, ich will mich nicht positionieren, weil ich verschiedene Interessen habe und so weiter. Merke aber jetzt natürlich nach 5 Jahren in dem Bereich, okay, vielleicht sollte ich mich doch mal so in eine Richtung entwickeln. Weil ich mich ja darauf dann eben fokussieren kann und war also auch so Facebook-Werbung oder ne, generell so Ads und sowas, habe ich gedacht, nee, lass mich damit in Ruhe, das will ich nicht und ja, und jetzt kam das halt für mich oder für uns auch zum richtigen Zeitpunkt und es passt und es macht wirklich, wirklich Bock, also sobald man auch dann Ergebnisse sieht und oder da gucken muss, okay, was muss ich jetzt machen, muss ich das jetzt irgendwie duplizieren, muss ich das, ne, also es macht irgendwie voll Freude. Ja. Das ist wie so ein Spiel eigentlich. Und das Geile ist, man ja, lernt unglaublich viel, man wächst über sich hinaus und man verdient damit Geld. Klasse. Schönes Feedback soll es auch gewesen sein. Das kann man, glaube ich, nicht mehr besser sagen und ausdrücken. Ich sage vielen Dank, Christine, und vielen Dank, Marcel, für eure Zeit. Ich drücke euch die Daumen weiterhin. Ne? Ich bin mir sicher, dass es genau in diese Richtung geht, die ihr auch gerade schon angesprochen habt. Ich kann nur immer das Statement von Conor McGregor zitieren, der sagt, If you have it in your mind and have the courage to speak it out loud, it will finally happen. Das heißt, wenn man es im Kopf hat und den Mut hat, es frei aus oder auszusprechen, mit jemandem zu teilen, dann wird es auch schließlich passieren. Vielen Dank und viel Erfolg und nur das Beste. Und dann sage ich, wir sehen uns im nächsten Experteninterview. Bis dann an Danke alle euch und Zuschauer da danke dir. draußen. Merci. Ciao, Bye. ciao.